Moin alle zusammen, heute am Start mit Road to Platin. Wir sind mal wieder im Stream, also wenn ich irgendwelche sinnlosen Fragen beantworte, sinnlos will ich nicht sagen, jetzt ein bisschen gemein für die Zuschauer im Chat, wenn irgendwelche Fragen da sind und ich die Frage nicht vorlese und irgendwie antworte oder auf irgendein komisches Thema komme, dann wundert euch nicht, das ist eine Frage von einem Zuschauer und die stelle ich natürlich, die beantwortet dann halt einfach falsch aus. So, ich bin mal wieder als Maokai. Ich habe den Baum wieder ausgepackt auf der Top-Lane und habe einen Affen auf der Top-Lane. Mal schauen, wie das so ist. Gegen Affen habe ich auch noch nicht gespielt. So, wen haben wir noch in Lane? Wir haben noch im Team. Hier, sinnlose Frage einfügen. So. Wir haben eine Vi im Jungle, einen Zed in der Mitte und eine Jinx und eine Zyra auf der Bottom-Lane. Zyra hat man lange nicht mehr gesehen, muss man ehrlich sagen. Ich habe man wirklich lange nicht mehr gesehen. Und der Zeppelin hält, der müsste doch gleich halten, oder? Wenn ich ihn das Ende schmeiße, wäre so schön. 45? Ja, 45 schmeißen hin, 10 Sekunden hält er locker. So. Lol. Bin ich denn jetzt gelandet? Weil ich wollte gar nicht aus dem Bildschirm raus. Bin gerade aus irgendeinem Grund aus dem Bildschirm rausgegangen. Und habe hier irgendwelche Faxen gemacht gerade. Ich hoffe, der eine Zeppelin hat gereicht. So. Im Gegnerteam haben wir in der Mitte einen Kog'Maw. Hat man, sieht man nicht oft. Muss, finde ich jetzt. Haben wir lang. Lol. Jetzt wurde einfach weggemacht. Krass. Oh. Danke so, danke so. Sehr vielen netten Dank. Setling hält 30 Sekunden, wenn sie es nicht geändert haben. Hat gerade so geschrieben. Wusstest du es aus dem Kopf oder hast du es jetzt geguckt? Das würde mich jetzt interessieren. Hm? Na, es ist Level 2. Sofort Level 2. Und sofort drauf. Er wird mich auch höchstwahrscheinlich so irgendwie penetrieren. Mit seinem Stab, mit seiner Kombo da. Oh. Hm? Hm? Ach so, okay, alles klar. Hat er sich auch Flash geholt? War ich auch Flash geholt? Ey Leute, ich lasse wieder der letzte behinderte Typ wieder. Muss mich halt mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Kann jetzt nicht als Ausrede nehmen, ich habe heute noch kein LoL-Spiel gespielt. Stimmt auch? Ja, stimmt eigentlich nicht, weil ich in der Nacht ja heute mit euch noch gestreamt habe und gespielt habe. Und mal schauen. Ist das so wird? Oh, Alter, fick dich doch! Mann, ey. Der hat auch Ignite dabei, der hat kein Teleport dabei. Eine gute Frage. Ich weiß wirklich selber nicht. Ich bin doch, gar nicht Club drin, oder? Ich brauche halt schnell meinen Katalysator. Den brauche ich mega schnell. Hm? Was ist denn von mir? Ja, so werde ich jetzt halt mal ein bisschen ein paar Level tanken. Wenn ich auch nicht so viel... Alter Schwede, du nervst mich ja tierisch, ey, du Homo. 35 Sekunden halten die, okay. Alter, ich bin mir mega auf den Pisser. Ja, ich werde auch höchstwahrscheinlich nicht so viel machen. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich ein bisschen mit meinen Zeppelin farmen. Ich werde es versuchen. Hm? Meine jetzt gleich Tower Diven oder was? Ein Mana habe ich schon mal nicht. Das ist halt das Schöne daran. Hm? Oh. Hm? Ja, der Tower fokussiert nicht mehr. Schön. Sehr schön. Ja, Jäger ist im Jungle bei denen. Habe ich glaube gar nicht erwähnt. Ich dachte, er ist das Top-Lane. Ja, war auch schön. Was will der denn? Hm? Oh. Dumm, Alter. So dumm, Alter. Hätte ich nicht drauf gemacht. Die sind so dumm, Alter. Hätte ich nicht jetzt 3k drauf gemacht, hätte ich einen Kill bekommen. Hätte ich First Blood bekommen, wäre es ja sehr schön gewesen. Aber jetzt mal ehrlich, das ist das Dümmste, was du machen kannst.
werde mich hier schon wegporten, damit ich noch das eine Minion bekomme, damit ich Level 6 bin. So. Ist gerade wirklich dumm gelaufen, weil ich hatte jetzt nicht so viel Mana und wollte jetzt auch nicht irgendwie flashen. Ich wollte halt aus der Situation am besten rauskommen. Und es war halt wirklich... Manchmal frage ich mich wirklich, ob das auch Pranks ist, ja. Weil was die da gerade gemacht haben? Oder meinst du jetzt meine Aktion, dass ich die nicht gekillt habe? Aber die Aktion war gerade wirklich... Ist es euer Ernst gerade? Ihr habt mir gerade eine Vayne in Triple Kill gegeben. Es ist der Hammer. Wenn das so läuft wie beim letzten Game, wo wir schon mal so eine Vayne haben, dann frage ich mich wirklich, was hier abgeht. Dann ist das wirklich nicht mehr feierlich irgendwie. Ist schön. Was hat er sich jetzt geholt? Er hat sich eine Pickaxe geholt. Naja, da geht Full Damage hier, der Typ. Ja. Ah, jetzt! Ah! Sehr schön, jetzt ist er auch Level 6. Jetzt ist er auch Level 6. Jetzt wieder sterben, mein Freund? Der braucht nur einen Zeppling abzubekommen. Wirklich die Frage, ob er noch hier ist oder nicht. Krass. Stimmt, dass sie sich dumm eingestellt haben, da, das stimmt, das stimmt. Komm noch 400 Gold, die warte ich jetzt. Hey, ich brauche nicht 400 Gold, ich brauche noch 30 Gold. Und die warte ich jetzt bis den Katalysator ab. Dann ist es fertig aus. Das geht mir sowieso gerade auf den Sack mit den Affen hier. Ulti ist draußen. Mein Flash ist leider auch draußen. Teleport wird auch höchstwahrscheinlich gleich draußen sein. Katalysator haben wir. Also können wir jetzt ein bisschen länger auf Lane stayen. Werde mich nicht Top Lane teleporten, weil ich mir sage, okay, Teleport können wir noch irgendwie was Besseres raushalten. So, der ist SS hier übrigens. Gut, dass ihr es wisst. Stimmt. Ja, stimmt. Sollte Stoffrüstung davor mal kaufen, ja. Aber ich habe mir erst gedacht, ich kaufe mir lieber den Katalysator davor. Muss ich sagen. Damit ich mehr, dass ich halt mehr auf Lane bleiben kann mit dem Heal und so. Zwischendurch werde ich es mir definitiv noch kaufen, weil der macht ja schon viel Damage. Nice. Was willst du denn, Alter? Ich weiß nicht, was du von mir willst, ehrlich. Das geht mir so auf den Pisser. Ja, gleichzeitig ist ich hier wieder so in die Flask rein, wenn er unbedingt will, weil... Er macht ja auch viel Damage, das muss ich ehrlich sagen. Er macht ja mega Damage, das merkt gerade selber. Und er nervt ja auch. Ich kann auch so nicht farmen. Guckt euch mal den Farm 46, er ist 10 vor mehr als ich da. Ey, jetzt nicht gedacht, dass er nur 10 vor mir ist. Wow, jetzt mega den Hyping gerade bekommen. Sehr schön. Sehr schön. So, brauche Toplane irgendwie Hilfe. Ach, komm mal. Sehr schön. Ja, Leute, es wird halt so ein Spiel sein, wo ich selber gerade nicht weiß, was ich machen soll. Der Wukong, der outfarmt mich sehr, outlevelt mich, versuche das irgendwie noch ein bisschen dagegenhalten. Aber er freestet gerade mega die Lane. Bin trotzdem ein Level höher als er. Trotz, dass er mich irgendwie outfarmt und so ein Scheiß. Hat er noch irgendwas?
Mach ihm definitiv Damage. Aber ich glaube, sobald seine Ulti, seine Ignite ist doch gleich ab, denke ich mal. Deswegen denke ich mal, das wird auch bald böse werden. Ja, sehr schön. Muss jetzt mal eher auf die Stoffrüstung gehen. Es ist sehr schön, dass er jetzt einen Kill bekommen hat. Das ist halt sehr dumm gelaufen. Die Vayne, wie ich es gerade sehe, hat jetzt 5-1. Das ist mal wieder sehr schön. Die Vayne hat 5-1. Es ist prima. Es ist prima Ballerina. Die Vayne killt und killt und killt mehr. Es ist gerade momentan der Hammer, was da abgeht. Ich spiele gerade selber nicht besser. Ich lasse mich sehr krass outfarmen und outtraden. Und kann dagegen auch nicht viel machen. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich Mitte gehen. Irgendwie. Damit ich die Mitte noch deffen kann. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir das Spiel gewinnen. Aus irgendeinem Grund habe ich wieder einen Hyping. Ich weiß nicht, welcher Kunde in der Familie wieder irgendwas macht hier im Internet. Das geht mir definitiv auf den Pisser. Okay. Irgendwas machen oder so? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe wirklich die Frage. Ich gehe jetzt Toplane, weil da pusht jetzt mit die Toplane ein. Weil wir doch einen richtig schönen fetten Farm dahinter lassen. Und den will ich ja natürlich haben. Und ich brauche halt Hilfe Toplane, weil ich kann da gar nichts machen. Ja, stimmt für dich. War mir so klar, dass der Typ da war. Das war mir so klar. Und habe auch Hälfte Life verloren, weil er halt jetzt schon Hydra hat. Sehr schön. Einfach sehr schön. Einfach. Kill doch den Bastard, Leute, ehrlich. Hm, oh. No? Willst du mich verarschen? Ey Leute, es ist ein Ranked, ey. Wenn ihr. Es nervt mich so krass. Ich könnte gerade wieder ein bisschen ausrasten, ja, weil. Diese Art und Weise. Komm, resurrendern bitte. Es bringt so oder so nichts, ey. Die Wellen. Das kannst du wirklich werden. Und 7-2. Ich frag mich wirklich, was ist denn das für ein Mist? Es tut mir leid, wenn ich gerade mich hier total aufrege, aber. Ich spiel gerade selber nicht besser Toplane. Bin ich ehrlich, gebe ich auch zu. Aber so eine schlechte Leistung da abzuliefern. 7-2. Ich betone es nochmal. 7-2 gleich 8-2. Ist mega traurig. Geht mir auch mega auf den Pisser gerade. Naja, es ist halt, finde ich, eine Unart, gleich zu sagen, ist Surrender. Ich spiele gerade Toplane nicht selber nicht besser, muss ich ehrlich sagen. Also Toplane ist gerade eigentlich mein Hasslane. Nee, wüsste ich, es ist dumm, wenn ich sage, Toplane ist mein Hasslane, weil ich wollte ja auch eigentlich Toplane gehen. Wollte ich ja. Aber es ist halt so eine Sache ein bisschen. So. Schön für dich, lieber Wukong. Der will mich halt auch ein bisschen outfarmen hier. Ich weiß halt auch nicht, ob das ein direkter Counter ist. Ich wusste halt auch nicht, wer Toplane ist. Das war halt wirklich. Ich dachte, Wukong geht jungeln. Bei den letzten paar Games ist Wukong jungeln gegangen. Und er kann mich auch gleich bürsten. Er kann mich hier gleich bürsten, ehrlich. Ja, ach! Bist du da drin? Wer hätte es gedacht, mein Freund? Wer hätte es gedacht, dass du hier drin bist? So, ich versuche hier noch ein bisschen Level irgendwie zu snacken. Um überhaupt noch irgendwas klar zu kommen. Aber ich würde nicht sagen, wir können das surrendern, aber wir können das glaube ich surrendern. Weil wenn ich mir das so angucke, Bottom stirbt die ganze Zeit und so Jungle, würde ich nicht sagen, ist so inkompetent, aber Vayne hat 8-2, hat 100er Farm. Das ist halt wirklich einfach traurig.
Ach komm, Alter, guck das live an. Das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Hi Leute, es tut mir leid, dass der Tag so wirklich so mistig anfängt. Muss ich sagen. Aber gut. An League of Legends. Muss halt auch komplett gerade umbauen. Ich muss mir wirklich Frozen Heart gerade mit als erstes holen. Und das ist halt wirklich nicht gut, finde ich. Halt wirklich, finde ich, retarded. In der Team Selection habe ich mir gedacht, wo das Team so ein bisschen gelabert hat, habe ich mir gedacht, das Team ist wirklich kompetent. Man kann mit den Team was reisen. Aber kann ja absolut nichts reisen mit denen. Es ist einfach tragisch. Oh Mann. Gerade so eine schöne Ansprache gehalten, dass ich das Spiel gewinnen will. Dass ich es machen will. Aber nichts. Nichts kommt man hier halten. Ah, Top-Tor fällt auch höchstwahrscheinlich. Weiß ich. Ja. Einige Tore jetzt gefressen. Aber das Problem ist, ich kann auch gerade ein bisschen nichts gegen den Wukong machen. Unsere Vi ist halt die ganze Zeit Bottom, versucht halt irgendwie die Bottom, die Vayne halt ein bisschen zu stoppen. Aber das ist halt immer so eine Frage, ob sie es überhaupt schafft. Weil in der Zeit, wo die halt alle sich Bottom um die Vayne beschäftigen, kann halt der Kog'Maw halt die ganze Zeit Mitte irgendwas machen. Das ist halt mega krass. Weil der Kog'Maw hat jetzt, glaube ich, ja, auch ein 127er Farm. Die ganze Zeit irgendwie durchgepusht. Und es ist halt wirklich die Frage, ob wir dann gleich surrendern oder nicht. Ja, das klappt. Sehr interessant. Sehr interessant. Mach ihn jetzt schon langsam Schaden, wenn er halt so irgendwie so dumm spielt. So, da ist SS hier, der Affe. Ist halt auch die Frage, wo er gerade ist. Ich weiß es wirklich nicht. Hier ist er schon mal nicht. Da ist er. Der gutste. Gutste Archer. Stopp, mach das Krokodil, mach Stopp. So. Sehr schön. Der Kog'Maw, wenn er weiter mit seiner Artillerie geschossen hätte, der hätte mich töten können. Der hätte mich eiskalt töten können. Das hätte er wirklich machen können. Ist doch der Wukong hier auf dem Weg. Alter, kommt er noch. Ach, ja, no. Ich hab gepinkt. Mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich da auch nicht machen. Mehr als Ping ist halt nicht drinne. Der Set stoppt ihr da auch gleich, weil wenn der Wukong da kommt und... Ja, das stoppt auch noch, oder? Gut. Hüpft da ran. Ja, gut. Bottom. 9-2 Vayne. In der 20. Minute. Bitte. Lasst uns das einfach aufgeben. Bottom kann Juni weiterhelfen. Okay, man hat nicht aufgegeben. Diesmal war ich nicht derjenige, weil... Ich kann auch nicht groß viel machen. Gerade. Weil ich bin ja gerade selber total behind. Er hat 4-2, von mir hat er 2 Kills, die anderen 2 Kills hat er irgendwo herbekommen.
Aber ich muss mir halt jetzt erstmal komplett umbauen. Ich muss jetzt erstmal auf Frozen Heart gehen, was ich mir eigentlich erst sehr spät hole. Aber wir kommen in guter. Eigentlich in guter Counter gegen. Dingsbums. Gegen Maokai. Ich kann mir vorstellen, dass er auch gleich hier irgendwo drin ist. Der Coolste. So. Ich werde jetzt vielleicht auch einen kleinen Slowpush anwenden, wenn. Ja, gut, das war mehr als ein kleiner Slowpush. War ein mega großer Slowpush. Ja, da ist er doch auch, der gleiche Affe. Der wäre gleich gekommen, wenn ich weiter gepusht hätte. Oh. Sehr schön, hey, Margarita. Sehr schön, ich wusste nicht, dass da eine Vayne ist. Können wir bitte aufgeben? Hier steht 10-2, Leute. Die steht 10-2. Ich komme da hin zum ersten Mal und die burstet mich ja mega weg. Da kann ich ja gar nichts machen. Das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich einer meiner schlechtesten Maokai-Spiele, die ich hier abgeliefert habe. Das ist eigentlich wirklich zum Heulen gerade. Wenn jetzt die Frage kommt, nein, ich werde nicht heulen. Minuten so durchgepusht. Mega krass. Können wir Lauf geben hier? Ne, kann man noch nicht. Surrender Button ist noch ausgegraut. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das überhaupt noch reisen können hier. Ja, können wir überhaupt können wir nicht reisen. Ich bin auch nicht mehr tanky genug, um das alles zu hören. Ja, ich baue halt immer meistens, zumindest bin ich immer damit gut gefahren, als ich mir immer Road of Ages, halt Stab des Zeitalters oder Rage's Glory geholt habe. Danach mir Spirit Visage oder Dings geholt, Spirit Visage und dann Warmox. Da war ich halt tanky, konnte übelst drinnen stehen und zwar war halt mega nice. Ich konnte wirklich drinnen stehen und es hat mir auch gefallen. So bin ich halt nicht gestorben, aber dann war das halt auch so ein Pack, weiß jetzt nicht, da konnte ich halt auch gut farmen, bin auch gut dagegen angekommen. Nicht jetzt wie gegen den Dingsbums. So, die letzte Zeit habe ich immer als Stab des Zeitalters Warmox halt gebaut mit Spirit Visage oder sogar Frozen Heart dann sogar, weil ich mir gedacht habe, naja gut, gibt's halt ein bisschen was Neues ausprobieren, hab dann mal auch was ausprobiert. Aber naja. Jetzt macht der Kogma sogar so viel Damage, das ist Hammer. Ich werde jetzt wieder einen kleinen Slowpush machen, versuchen. In sonst Minuten wir stehen an deren Base. Wenn das jetzt nicht so ein Spiel wird, wie wir das immer so abliefern hier. Irgendwie so mega thrown, wenn die das nicht mega thrown gerade, dann sage ich, wir haben verloren. Ey, ihr könnt auch, weiß ich nicht. Ich kann irgendwann später was mal was anrichten, aber im Moment gar nicht. Damit kann ich gar nichts anrichten. Na dann. Dann, ciao Sol, hören uns, bis später. Ah, schade, dass bei Ihnen immer noch nicht das Stream geht. Wirklich schade eigentlich. Ja, der Wukong wird sich höchstwahrscheinlich freuen mit 6-2. Wir gucken mal auf, 7-1, ey. Boah, die sind alle so mega toxisch, ey. Es ist der Hammer, beleidigen sich alle, wie schlecht. Ach, ey, komm, ey. Ist ja nichts mehr dagegen. Können wir einfach bitte gleich aufgeben? Es ist nervt mich gerade böse, wirklich.
Oh. Schön. Ja, sehr schön. Ja, wir verlieren wirklich das Game gerade wegen der Bottomlane. Das ist, stimmt auch wirklich. Egal wie schlecht das Deck ist. Aber wir verlieren eigentlich das Game gerade wegen der Bottomlane, weil die Rain da übelst hat gerade gespielt hat. Sehr schön. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ob ich jetzt hier weiter pushen soll oder nicht. Toplane wird hier der Slow Push gut durchgesetzt, aber. Ah, es ist einfach zum Heulen gerade. Es ist wirklich gerade zum Heulen. Ist eigentlich schade. Ich hab mir jetzt wieder so gedacht, na komm. Please, yes. Es ist Zeitverschwendung. Waste the time. Einfach verschwendete Zeit gerade hier. Ach Leute, mir fehlen gerade die Worte. Es tut mir leid, dass ich jetzt auch nicht so viel gerade kommentiere das Spiel, weil ich muss sagen, es gibt auch gerade nicht viel zu kommentieren. Weiß nicht, was auf der Bottom Lane abgegangen ist. Aber wo ich das schon gesehen habe, dass die Vayne einen Triple Kill bekommen hat auf der Top Lane, auf der Bottom Lane. Schön für dich. Schön für dich. Es tut mir leid, es interessiert mich nicht, für was du für Spiele spielst. Er war so klar, dass der Typ wieder da ist. Ich will auch gar nicht drauf. Gut, wie AP hat er denn jetzt? 400 hat er! Hat noch reingetan, der Typ. Leute, ich versteh's nicht. Ey, das ist gerade wirklich verschwendete Zeit, was wir machen. Wir wollen halt nicht aufgeben. Die wissen ganz genau, dass es verloren ist. Die wissen ganz genau, dass das Spiel verloren ist. Nice. Der macht ja mega viel Damage schon. Wow, ich kann mir mal endlich mein Blasting Ward holen. Ein Zauberstab, sehr schön. Oh, der wird entgehen. Oh, ein Kill hätte ich noch sehr gern mitgenommen, irgendwie. Ja Leute, dann hören wir uns bei der nächsten Folge bei Road to Platinum. Gibt es nicht lange zu reden, wir haben es verloren. Ich werde dann in der nächsten Folge sagen, wie viele Punkte ich durch dieses sinnlose, gerastete Spiel verloren habe und Chancen.